Medialen Schwindeleien unserer Zeit zu den historischen der Nachkriegszeit. Was hatten der amerikanische Geheimdienst, das Rote Kreuz und vatikanische Flüchtlingsorganisationen nach dem Zweiten Weltkrieg gemein? Sie haben ehemaligen Nazi- und SS-Schergen zur Flucht aus Europa verholfen. Bis heute haben sich hunderte NS-Kriegsverbrecher dem Zugriff der Justiz entzogen. Die meisten sind über die sogenannte Rattenlinie, über die Alpen nach Italien und von dort aus weiter nach Lateinamerika geflohen. Wie sie das gemacht haben und welche Netzwerke sie dabei benutzt haben, das hat der Bozener Zeithistoriker Gerald Steinacher in den letzten Jahren detailliert erforscht. Im Innsbrucker Studienverlag hat Steinacher nun seine brisanten Ergebnisse veröffentlicht. Nazis auf der Flucht. Mehr darüber von Günter Keindelsdorfer. Adolf Eichmann alias Ricardo Clement tat es. Josef Mengele alias Helmut Gregor tat es. Und Klaus Barbie alias Klaus Altmann tat es. Sie alle setzten sich nach dem Zweiten Weltkrieg über die sogenannte Rattenlinie nach Südamerika ab. Die Geschichtswissenschaft hat dieses Thema bisher eher vernachlässigt. Es gibt viele Einzeluntersuchungen zum Thema, aber kaum eine überzeugende Gesamtdarstellung. Dem will der Bozener Zeithistoriker Gerald Steinacher nun abhelfen. Nach 6 Jahren intensiver Forschungsarbeit hat der 38-Jährige eben ein materialreiches Buch zum Thema vorgelegt: Nazis auf der Flucht. Die klassische Fluchtroute der NS-Kriegsverbrecher führte über Innsbruck und den Brenner nach Italien. Von dort ging es weiter nach Übersee. Italien war das ideale Fluchtland für NS-Kriegsverbrecher und SS-Angehörige. 90% der Täter sind über Italien geflüchtet. Man muss sich das vorstellen wie eine Reichsautobahn für NS-Kriegsverbrecher. Also man ist über die Strada del Sole nach Genua und von Genua dann nach Südamerika meistens. Die Situation in Europa nach dem Krieg war extrem unübersichtlich. Millionen Flüchtlinge waren auf den Straßen, ideale Bedingungen für Menschen, die etwas zu verbergen hatten. Steinacher weist in seinem Buch nach, dass es 3 große Organisationen waren, die NS-Killern wie Eichmann und Mengele zur Flucht verhalfen: die katholische Kirche, der US-amerikanische Geheimdienst und das Internationale Rote Kreuz. Vor allem über dessen Rolle hat Steinacher Neues herausgefunden. Die Genfer Hilfsorganisation stellte nach dem Krieg hunderttausende Reisedokumente für Flüchtlinge aus, darunter nicht wenige für schwer belastete Kriegsverbrecher, die so mit falscher Identität etwa nach Argentinien entkommen konnten. Spannend ist natürlich auch die Frage, was wusste das Rote Kreuz, was wusste die Führung des Roten Kreuzes? Es ist relativ klar, dass etwa Paul Rüger, der Präsident des IKRK, von diesem Missbrauch wusste. Und man kann natürlich spekulieren, Paul Rüger war sehr deutschfreundlich, wie auch sein Vorgänger als IKRK-Präsident. Und es gab auch bei ihnen einen starken, latenten Antisemitismus. Also gewisse Sympathien für diese Nationalsozialisten waren durchaus vorhanden. Und die katholische Kirche? Hunderte Priester, Ordensleute, Laien waren zu Opfern des NS-Terrorsystems geworden. Und trotzdem betätigten sich hochrangige Kirchenfunktionäre wie Bischof Alois Hudal in Rom als Fluchthelfer für Eichmann und Co. Die entscheidende Frage: Was um Himmels Willen trieb gläubige Christen dazu, NS-Kriegsverbrechern unter die Arme zu greifen? Die katholische, aber auch die evangelische Kirche hat nach 1945 eine Rechristianisierung Europas angestrebt, nach den Jahren des Neuheidentums im Nationalsozialismus. Und hier hat man den braunen Schäflein gerne vergeben und wieder in den Schoß der Mutterkirche zurückgeführt. Es waren aber hier nicht nur einzelne Exponenten, einzelne schwarze Schafe, die man immer wieder nennt, etwa den österreichischen Bischof Alois Hudal aus Graz oder den kroatischen Priester Draganovic in Rom. Es war ein System dahinter in der katholischen Kirche. Also Vergebung, der eigentliche Feind war der Kommunismus und dieser Kampf war zu führen und der Nationalsozialismus war besiegt. Das war sozusagen ein abgeschlossenes Thema. Das sahen auch die US-Geheimdienste so. Und so nahmen sie etwa Klaus Barbie, den berüchtigten Gestapo-Chef von Lyon, als Agenten unter Vertrag. 1951 konnte Barbie mit Hilfe der Amerikaner nach Bolivien fliehen.
US-Kriegsgeheimdienste sind bei Kriegsende 1945 großteils abgerüstet worden. Das ist in der amerikanischen Tradition immer so gewesen. Jetzt begann der Kalte Krieg und die Amerikaner waren vollkommen überfordert, hatten kein Fachpersonal, keine Leute, die also Intelligence, Geheimdienst, Aktivität im Osten leisten konnten. Und deswegen haben die Amerikaner sehr viel deutsche Experten, ehemalige SS-Angehörige, Gestapo-Angehörige angeheuert, recycelt, wiederverwendet, um diesen Kalten Krieg zu führen. Und die viel zitierte Akte Odessa? Gab es Odessa wirklich, die angeblich weltumspannende Geheimorganisation ehemaliger SS-Angehöriger, die ihren Mitgliedern die Flucht nach Südamerika ermöglichte? Oder ist Odessa eine Verschwörungstheorie? Eine Odessa, eine Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, hat nie existiert. Das ist ein reiner Mythos, der in den 60er und 70er Jahren durch Film und Fernsehen bekannt geworden ist, auch im Umfeld von Simon Wiesenthal. Das hatte seine Gründe, auf jeden Fall, die Flucht hat mit der Odessa nichts zu tun. Fluchtpunkt Buenos Aires. Der argentinische Diktator Juan Perón empfing die Nazis aus dem alten Europa mit offenen Armen. Es waren etwa 350 hochrangige SS-Angehörige und Kriegsverbrecher aus Europa, die sich nach Argentinien abgesetzt hatten. Man darf aber nicht vergessen, es gab eine große Zahl, Zehntausende von Kollaborateuren aus Mittel- und Osteuropa, gerade aus Kroatien, aus Ungarn, aus Slowenien, die sich nach Übersee abgesetzt haben. Gerald Steinacher hat mit seiner akkurat recherchierten Arbeit über Nazis auf der Flucht eine wesentliche Forschungslücke geschlossen.